Es geht weiter hier in unserer Super Smash Bros. Serie Part Nummer 3. Heute geht's im Einspielermodus weiter mit Link. Und ich kann nur hoffen, dass es mit dem etwas besser laufen wird als mit Donkey Kong, weil das ging ja gar nicht. Da war ich ja sogar mit Mario besser. Und was erwartet uns natürlich im ersten Kampf? Link versus Link. Ein äußerst spannendes Duell steht uns hier bevor. Der Grüne gegen den Roten. Ich fand den Roten eigentlich immer sehr geil. Den habe ich im Mehrspielmodus eigentlich immer genommen. Mal sehen, ob ich das mit Link noch kann. Er hatte Fähigkeiten wie Bomben werfen oder auch den Boomerang. Na, hier sehen wir die Bombe zum Beispiel schon mal von dem anderen Link. Ich gucke mal gerade hier. So war Bombe, so war Boomerang. Alles klar. Also Bombe holen, Bombe werfen, Boomerang werfen. Der geht auch immer genau dahin, wo man zuletzt ist. Also da kann man eigentlich sehr schöne Kombinationen rausmachen. So, jetzt liegt hier eine Mine, die ich eigentlich ganz gerne selber an mich nehmen würde. So, wenn er jetzt sich hier retten will, dann wird er automatisch in die Luft fliegen, aber spielt eh keine Rolle, weil Link bereits kaputt ist. Treffergenauigkeit. Auch nicht schlecht. So, Link hat jetzt eine ähnliche Attacke wie Donkey Kong eigentlich, um sich zu retten. Eben diesen Schwertwirbel, den ihr da gerade eben auch schon gesehen habt. Bei dem anderen Link. Der hat natürlich eine sehr geile Range. Also, weil er halt. Ja, also, er trifft halt sehr weit. Ne? Hat, dadurch, dass das Schwert halt so lang ist. Wow. Ist die Möglichkeit, sehr viele gleichzeitig zu treffen, doch recht hoch. Guck mal, wie anfällig sind die auf meinen Bumerang. Oh. Sehr, dann müsste ich ja schon fast hier mit dem Bumerang zu arbeiten. Und das funktioniert sogar ziemlich gut. Riskant ist es halt immer, diese Attacke zu machen, weil wenn du dann mal daneben fliegst, dann kannst du dich ja logischerweise auch nicht mehr retten. Aber bisher läuft es mit Link schon mal sehr viel besser als wie mit Donkey Kong. Also das gefällt mir sehr viel besser. Guck mal, hier haben wir so ein lustiges Ei. Das bringt mir aber nichts. Das schmeißen wir einfach mal in die Luft. Treffen leider. Oh doch, wir haben einen getroffen. So, genau, dieser Stich nach oben ist auch eigentlich recht gut. Wenn man dann nochmal ein bisschen besser treffen würde. Ach, jetzt kommt die hier der. Hallo, der rosa Yoshi will jetzt hier einen auf Gangster machen oder was? Ich dachte schon, ich treffe den Bumerang. Kann ich jetzt eben nach oben, aber leider haben die dieselbe Idee gehabt. So. Ich bin trotzdem bei 94%. Das ist eigentlich schon recht viel. Einfach nochmal hier eingeschalten, Schwertschlag, und die sind im Arsch, die Yoshis. Hä, hauen die sich gerade gegenseitig? Ist ja klasse. So, und tschüss. Ja, also, immerhin schon mal kein Leben verloren, ja. Das ist zu Donkey Kong. Und da gibt es sogar noch mehr Treffergenauigkeit. Fox, mein Freund. Ah, mit dir habe ich auch gerne gekämpft. Du warst mein, neben Pikachu, mein Lieblingsstandardkämpfer. Bis ich dann Captain Falcon freigespielt habe und ich einfach nicht fassen konnte, wie geil dieser Charakter ist. Ja, das Besondere bei Link ist, wenn er also eine Griffattacke machen möchte, da hat er diesen Kettengriff eben, und da ist halt, da trifft man halt sehr viel einfacher, als wie selbstverständlich mit einem, wo du direkt neben dem Charakter stehen musst, um ihn zu greifen. So schön, wie er immer sie wegkickt. Vor allem, du kannst halt einfach immer wieder direkt schnappen, nachdem sie nach oben sind. Und dann haben die auch überhaupt gar keine Chance. Ha! Bitte, Fox! Bitte! Willst dich retten? Rennen Schwert, Junge! Treffergenauigkeit mal 3. Oh, jetzt schau mal. Ach, scheiße, ich hab die Bonus-Stages mit Donkey Kong völlig vergessen beim letzten Mal. War ich so froh, dass ich es gerade noch geschafft habe, dass ich das völlig vergessen habe. So, hier ist ja wohl klar, oder? Was machen wir mit der Bombe? Yes! So, ich weiß nicht. Soll ich von da oben runter? Ja, das wird hier sogar vorgeschrieben. Hier denkt man sich, oh, der ist schwierig, aber man kann einfach durch die Wand arbeiten. Dann macht das Ganze ein wenig einfacher. Wie ist denn das jetzt am geschicktesten? Es ist, glaube ich, wurscht, in welcher Reihenfolge ich das mache. Wie, ich habe den da hier mit gerade nicht erwischt. So, etwas weiter nach oben, bitte. So, ich darf jetzt mir das aber hier nicht verkacken. Okay, gut. Das schaffen wir auf jeden Fall. Also mit Link scheitern wir nicht an den Zielscheiben.
Das kann ich auch einfach hier durchmachen. Oh, das ist ja ziemlich billo. Möchte ich aber eigentlich cooler machen. Oh! Kann ich da Bomben werfen? Also so richtig nach oben? Ich kann mich auf jeden Fall mal selber treffen. Das kann ich! So, jetzt muss ich noch aufpassen, nicht, dass ich jetzt an einer Zeit scheitere. Die Bomben werde ich einfach nur ein bisschen besser werfen müssen. Ich muss genau drunter stehen. Ja, dann klappt das nämlich. Also hier muss man sehr viel mit den Items auch arbeiten, die Link zur Verfügung hat. Aber immerhin geschafft. So, wir kriegen Kirby als Teamkollegen. Weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Pass mal auf. Ich wollte eigentlich mir direkt den Luigi schnappen und den hier raushauen. Weil das Schöne an der Stage ist, nachdem die so klein ist, hat man die Möglichkeit... Hat er gerade PK gerufen? Ich glaube es auch. Oh, hier geht's ab. So, Mario dürfte... wird gerettet durch das Ding da. Luigi, wir haben hier gerade einen Kirby, der sich in Luigi verwandelt hat. So, gehen wir mal runter. Okay, Mario, komm, komm. Oh nein! Kirby ist down. Okay, gut, dass ich das jetzt noch genommen habe. So, jetzt muss ich ganz schnell schauen, dass ich einen hier weghau. Dass es zumindest ein One-on-One wird. Oh! Der war nice, der Kill. Den kriegt er nicht mehr. Doch, den kriegt er. Der Arsch. Der Arsch, aber nicht mit mir. Habe ich gerade sehr geil gemacht, eigentlich, die Kombination mit Mario Luigi. Wir wären beinahe gleichzeitig rausgeflogen. Ah, also, ihr seht schon. Also, mit Link komme ich deutlich besser klar als mit Donkey Kong. Mit Link macht es auch deutlich mehr Spaß, gerade zu spielen. Donkey Kong ist mir einfach zu fett. Na, komm mal her. Komm, wir gehen am besten wieder runter. Am besten ist da wieder dein Elektroball. Und mach dich einfach kaputt. Das wär, oder Bisaflor. Oder Venusaur. Oh, oh. Ja, da war der gefährliche Donner von Pikachu. Komm mal her. Hallo. So, schön. Erstmal da dagegen und dann schnappen und auf der anderen Seite. Sehr gut. Oh, das hat ihm nicht geschmeckt. Und jetzt kommt noch ein Pokéball. Komm, wir gehen mal rüber. Es ist ein Pipi, das sich in ein Smogon verwandelt hat. Oh nein. Oh nein. Oh, ich dachte schon, dieses blöde Bob-Omb hat mich jetzt hier den Sieg gekostet. Ah, wir hauen uns beide aber gegenseitig ziemlich auf die Schnauze. Trotzdem, am Ende ist Link und Wolf der Sieger. Sehr gut. Alter, was ich hier an Treffergenauigkeit absahne. Oh, Donkey Kong und Pummel. Pummeluff. Das kann ich nur verlieren. Das kann ich ja nur verlieren. Na, mal sehen, was geht. Vielleicht kann mir wenigstens mein Donkey Kong helfen. Oder vielleicht unterschätze ich Pummeluff, aber das glaube ich irgendwie nicht so ganz. Oh, die Kiste wäre geil. Komm, lass die mal treffen. Ja, 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 ja! Und bam, bam. Perfekt, perfekt. Boom! So schnell geht's, du fetter Affe! Yes! Der war nice. Der war richtig nice. So, jetzt springen wir noch auf die Plattform. Los! Mal sehen, wie schwer oder wie leicht das hier mit Link wird. Wie immer 2 Minuten Zeit. Okay. Jetzt gucke ich mal, was am geschicktesten ist. Es ist... Oh, nee. Oh, das ist hart. Also du musst Links zuletzt machen, wie man hier sieht. Aber übel finde ich ja mal die... Boah. Jetzt habe ich mich fast selber kaputt gemacht. Okay. Ich komme hier wieder lebend raus. Nein, nein. Oh mein Gott, halt dich doch fest, Link. Ah, halt dich doch fest. Das machen sie leider nur im Spiel und nicht hier. Also im Kampf. Fuck, ich bin abgerutscht. Damn it. Oh, Kirby. Kirby ist auch noch so einer, den ich auch noch let's playen muss.
denke ich mal. Ah, der Nachteil ist aber halt eben an der Greifattacke, dass sie halt recht lange dauert. Das heißt, wenn du einmal daneben haust, dann bist du erstmal sehr angreifbar. Es ist eine große Fläche, wo man dich angreifen könnte. Alter, jetzt hauen sie aber rauf! Scheiße, okay. Damit haben sie mein erstes Leben gekriegt. Toll, und was kommt raus? So ein Drecksfächer, ehrlich. Das machen wir doch jetzt am günstigsten mit. Na, also eigentlich. Ach, vor allem, das ist ja hier Link. Den ich hier gerade kämpfen. Oh, da oben ist der Baseballschläger. So, das war dann auch der Baseballschläger für mich. Alter, warum? Ich wollte gerade sagen, warum zerpflücken die mich hier so? Go Link heißt's. Zu Recht. Oh, das war jetzt mein Verderben. Die Kiste war mein Verderben. Oh, die Kiste hätte ich nicht nehmen dürfen. Alter, zweimal. Achtung, jetzt Bob-Omb. Gut, der killt erstmal den da. Puh, also zweimal Leben verlieren hier bei der Kirby-Stage. Interessant. Die kriegen mich aber auch gerade übelst dran. Komm mal lieber runter. Das gibt's doch nicht. Ja, die sind so wendig. Alter, jetzt glaube ich, muss ich das gleich anders machen. Okay. Schöne Bombe. So, kommt noch einer. Oh, das war's, oder? Boah, zwei Leben verloren in der Kirby-Stage. Damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Nicht schlecht. So, Samus wäre der Nächste. Oder natürlich die Nächste. Ja, wir beide können jetzt so eine etwas längere Wurf, so einen längeren Wurfangriff. Das könnte uns natürlich beiden zum Verhängnis werden. Ja, zum Beispiel sowas eben. Da hat der Gegner so viel Zeit. Nein, 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 nein. Au! Ja, klar, ich kann mich zwar retten. Na toll, jetzt wollen wir beide an das Item dran. Das dumme Laserschwert. Oh, gut ausgewichen, würde ich sagen. Schön mit der Bombe erwischt. Ich muss nach oben! Boah. Nee, jetzt schaffe ich es nicht. Nein, 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 nein. Nein, ernsthaft? Oh, scheiße, ey. Jetzt auch noch ein Leben im Samus Aran Level verloren. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt schmeißt sie aber raus. Okay. Oh Mann, jetzt hat am Ende... Dann krieg ich ja hier richtig nochmal Probleme. So, Metal Mario, mal sehen, ob... Mit Donkey Kong ging es gar nicht gegen dich. Aber du bist so langsam, dich sollte ich doch übelst easy hier mit meiner Attacke... Alter. Geil, aus der Attacke, aus dem... Schaden, den er gekriegt hat, raus, hat er quasi eine Attacke gegen mich gezeigt. Das ist ja wohl echt asozial. Kannst du mal aufhören? Ich kann auch mir einfach die ganze Zeit eine Bombe nehmen und gegen dich werfen. Wie es ihn nicht interessiert. Das ist der Baseballschläger. Komm. Ich weiß nicht, ob man Metal Mario auch verwandeln kann. Ha! Ist weg! Der Baseballschläger ist einfach weg. Das ist gerade abgewehrt, ey. Ach, komm schon. Das ist einmal übel, Mann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, komm, komm, komm. Ja, jetzt rastet Link aus. Sehr gut. Okay. Oh, der war gut, der war gut. Und jetzt noch den Bob-Omb gegen ihn werfen und dann... Was ist das? Okay, immerhin kein Leben verloren gegen Metal Mario. Also, alles irgendwie etwas unterschiedlich. Aber ich einfach unter Yoshi Polygon durchgerannt. Dann hätte es hier einfach keine Probleme gegeben. So, endlich komme ich hier auch mal vorbei. Klar, der Donkey Kong. Hau ab, ey. Ich habe das früher mal in 20 Sekunden gekonnt, ey. Na gut. Ne? Damals hat man es ja auch gesuchtet.
Naja, komm, das war jetzt, glaube ich, mal gar nicht so scheiße. Das ist halt 27 Sekunden, I don't care. Ich glaube, von den Punkten her dürfte ich sogar einen neuen Rekord aufstellen. Also ich meine, dass ich das besser mache als mit Mario, auch wenn ich natürlich noch nicht durch bin und jetzt rein theoretisch hier nochmal schön ein Leben verlieren kann. Mal sehen, ob das passieren wird. So, du verpiss dich. Du verpiss dich. Weil ich der Meinung bin, dass es hier mit Link auf jeden Fall sehr einfach ist. Komm, 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 jetzt wird alle am besten schießen. Oh. Ach klar, gleich drei von diesen absolut unbedeutenden Sternen-Scheiß-Staubdingern da. Oh, warte mal, gib mir das mal. Komm, wirf. Jawohl, und ein Bob-Om. Really? Wer hat denn den jetzt aktiviert? Ich wollte ihn doch nur nehmen und nicht, dass er gleich explodiert. Das ist jetzt natürlich eine ziemlich schlechte Situation für mich. Weil ich jetzt rein theoretisch sogar nochmal verrecken könnte. Das wird interessant. Nein, jetzt habe ich diese Billig-Scheiße aufgenommen. Wirf die weg, ey. Herz ist schon mal gut. Herz gut, nein, nein, nein. Das brauche ich jetzt. Jetzt können wir das abschminken. Ich guck mal ab hier. Aber aufhören mit deinem scheiß Stern. Oh, geht mir weg. Bleibt mir weg vom Bob-Om. Der wird jetzt nicht dran schuld sein, dass ich die Kacke hier verliere. Und da kommt, geht einer runter und kann den mal aktivieren, bitte. Noch einer. Komm, komm. Scheiße, ich dachte, ich krieg den Yoshi da dran. Oh, das war auch sehr knapp. Das war jetzt wieder mal ganz gut. Oh, den Hammer, den Hammer, den Hammer, den Hammer, den Hammer, den Hammer. Wenn der jetzt, wenn einer von den anderen nimmt, habe ich so verloren. Natürlich, natürlich. Genau in dem Moment, wo ich oben bin, nimmt er den. Gibt's ja nicht, ey. Jetzt verliere ich auch noch. Ja, werden dir halt mal auch 200.000 Punkte abgezogen, ne? Ah, ich sterbe mit Link. Das darf doch nicht wahr sein. 3, 2, 1, 0. Das ist sehr enttäuschend. Was hatte ich jetzt mit Link nicht geschafft? Die Zielstage oder die Laufstage? Zielscheibenstage, oder? Ja. Bleibt einfach nur noch da stehen und hau ordentlich auf die Fresse, Mann. Ja, toll, heil dich ruhig, das ist mir so wurscht. Hier, man kann sich's auch eigentlich recht einfach machen. Kommt runter, ihr Schweine. Ja, dann chillt halt da hinten. Und jetzt ist mir schon wieder das passiert, was ich immer befürchte, dass wenn ich nach zu einer Seite laufe, dass er, also drücke, dass er auf einmal losrennt. Und ich im Abgrund lande. Oh, genau, nehmen wir die Laserknarre da drüben dann. Kommt her. Weil die Laserknarre ist stark genug, um die alle zu one-hitten. Man muss nur treffen, ne? Das kleine Pummeluftvieh oder Kirbyvieh. Treffe ich jetzt. Ums Verrecken nicht. Erstmal die alte wegwerfen und die neue mit einem neuen Magazin nehmen. So, kommt jetzt mal her hier. Okay, dann erwische ich den eben so, das ist mir auch recht. Wieder irgendwas aufnehmen wollen, für nichts und wieder nichts. Ach du Scheiße, wer hat denn jetzt die Knarre, ey? Ja, das kann ich halt einfach vergessen, ey. Alter, dieses wild gewordene Pelygon-Pikachu, ey. Rastet einfach nur aus. Warum ist denn die Stage so fucking schwer? Oh Mann, ey, ich hatte das als Kind echt anders in Erinnerung. Ihr fragt euch sicher, was passiert, wenn man zu lange auf den Verteidigungsknopf drückt, ne? Wenn seine Blase irgendwann mal vorbei ist, ne? Würde ich euch ja gerne zeigen.
machen, dann verreck ich ja. Also man verreckt nicht, wenn man es macht, aber es ist gefährlich. Vielleicht beim letzten Gegner zeige ich es euch. Wir bleiben beide noch am Leben. So, jetzt nur noch einer. So, wenn ihr das zu lange macht, passt auf, dann werdet ihr quasi gestunt. Naja, es ist ein Samus, aber macht nichts. Also man kann es ziemlich lange machen, aber es geht natürlich auch schneller weg, wenn man... What the fuck? Okay, meine Blase ist explodiert und ihn hat einfach zerfetzt. Alles klar, nehme ich mal so hin. So, Meisterhand, das sollte jetzt... Sollte eigentlich am schnellsten von allen gehen. Ich kann es mir nur wünschen. Weil ich da eigentlich nur die ganze Zeit nach oben schlagen muss. Jetzt geht's ab, ey. Na, oh, viermal Treffer. Rüber, rüber, rüber. Oh, 25 zieht er ab, nicht schlecht. Ja, aber seht mal, wie viel ich ihn da treffe. Okay, jetzt hat er eine schöne Kombination gelandet. Oh ja, da geht auf jeden Fall was vorwärts. Oh, das ist so eine Attacke, auf die man sich irgendwie überhaupt nicht vorbereiten kann. Nein, nicht sterben. Sehr gut. Während dem Retten noch was abziehen, so sehe ich das gerne. Oh Mann, jetzt geht's aber ab hier. Aber ich glaube, ich halte meinen Wort zwecks am schnellsten killen. Komm her. Jawohl, er kommt gar nicht mehr zur Attacke. Das ist der Vorteil am Schwert. Weil die Donkey Kong Klatschattacke dauert zu lange. Und das mit Link geht ja jetzt Gott sei Dank noch. So, leider natürlich jetzt nicht so gut gewesen, wie ich mir das gedacht habe, weil ich ja leider einmal gestorben bin. Hätte aber, glaube ich, trotzdem nicht genügend. Ich weiß es nicht, ob es für Mario gereicht hätte. Auf jeden Fall steht fest, wir haben es jetzt auch mit Link geschafft. Und jetzt hat, denke ich dran, im Gegensatz zu Donkey Kong gerade, das kann man auch leider nicht richtig skippen. Das kann man einfach nur durchlaufen lassen. Das ist natürlich sehr schade, aber was soll's, ne? Hauptsache Link sagt Danke. So in etwa. Ich sag auch danke, aber muss natürlich jetzt noch mit ihm was nachholen. Nämlich, Zielscheiben muss ich noch mit Link machen. Weil da habe ich es ja leider voll. Ne, Zielscheiben habe ich geschafft. Plattform war mein Problem. Oh, wartet mal. Okay, kann man resetten? Ne, dann war es das hier. Dann muss ich die Plattform machen. So, ach genau, da bin ich nämlich abgerutscht, leider. Das war sehr unnötig, vor allem weil ich mich eh schon so gefreut habe, dass ich es überhaupt geschafft habe. Mal sehen, ob mir das nochmal gelingen wird. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, hier wieder rüber zu kommen. Sondern jetzt nicht abrutschen. Schon wieder, ey. Ey, unglaublich. Vielleicht gehe ich einfach mal auf Nummer sicher. Und dann die hier oben. Ja, okay. Gut, spielen wir das Nummer sicher Spiel. Oh, so geht das aber nicht. Okay, geht schon, geht schon, geht schon, geht schon, geht schon, geht schon. Aber die restlichen Plattformen sind nicht mehr schwer, deswegen... Oh doch, die sind schon schwer. Oh oh. Holy shit! Oh, wie ich mich da gerade drauf gerettet habe, ist ja phänomenal. Nice! Okay, da habe ich mich gerade echt genial drauf gerettet. So, jetzt müsste ich es eigentlich noch mit Donkey Kong und Donkey Kong wiederholen. Aber mit Donkey Kong habe ich weder die Zielscheiben noch die Plattform geschafft, weil ich hier ja phänomenal daneben gesprungen bin. Oder?
Ah ne, da hatte ich den Doppelsprung nicht gemacht und bei den Plattform, bei den Zielscheiben bin ich schlecht gesprungen. Ne, da habe ich nicht getroffen. Genau. Genau, das war's. Schön, wie Donkey Kong rückwärts hüpft. Wer würde das nicht gerne können? Oh ne, komm, komm. Ich hasse Donkey Kong! Das ist der einzige Charakter im Spiel, mit dem man das Spiel am schnellsten beenden kann. Eben aufgrund der Tatsache, dass man jemanden schnappen kann und mit dem runterlaufen kann. Aber deswegen ist er trotzdem irgendwie beschissen. Also zum Springen, zum Rennen, ne. Möchte ich mich von Donkey Kong distanzieren? Oh Mann, ehrlich. Möchte ich mich glatt von Donkey Kong distanzieren? Ne! Wieder daneben gesprungen, was ist denn das? Das ist ja nicht zu fassen. Kann ich mal dieses scheiß Plattformspiel jetzt hier mit Donkey Kong schaffen, bitte? Starke Nummer. Naja, Hauptsache oben, was? Oje, oje, oje. Was habe ich mir denn da schon wieder angetan? Donkey Kong. Nee, warte mal. Das machen wir anders. Das machen wir jetzt. Okay. Nein, ich bin abgerutscht. Ja. Das ist der Nachteil am Sommer. Man schwitzt halt immer. Wenn man hier so einen lustigen Analogstick hat, rutscht man halt irgendwie einfach ab. Kotzt mich aber an! Könnt ihr euch das vorstellen? Mann, ich will doch nur dieses Plattformspiel jetzt schaffen. Ich wollte jetzt hier eigentlich keinen Überlänge-Part machen. Geil. Ach, gerade noch hochgekommen, ey. Idiot! Mach doch einfach diese Wirbelattacke. So, nicht abrutschen. Ganz ruhig, Donkey Kong. Wir schaffen das. Wir lassen uns jetzt alle Zeit der Welt. Okay, so. Leck mich doch. Ganz ehrlich, Donkey Kong, leck mich. Du bist einfach scheiße. Jetzt können wir wenigstens das machen, weil das war jetzt echt... Also das war nicht schwer. Wenn ich das einfach nicht daneben springe, dann ist das eine sehr einfache Aufgabe. Genau, mach den Dropkick. Warte mal, wo muss ich da landen? Okay. Ich kann auch einfach das ohne Wirbelattacke machen. So, ganz einfach. Hey, Donkey Kong, wir haben was geschafft zusammen. Das muss ich die Reute jetzt trotzdem noch machen. Und das ist einfach so ein krank weiter Weg. Der letzte Sprung. Komm, ich will, dass der Part unter einer halben Stunde bleibt. Wie steht denn sonst da, Donkey Kong? Genau, scheiße. Wollen wir doch nicht. Naja, ihr feiert's wahrscheinlich. Ey, nee! Donkey Kong, du... braunes Stück Scheiße, ganz ehrlich. Kommen wir nicht mal hoch. So, schaffen wir das jetzt? Schaffen wir das jetzt, Donkey Kong? Schaffen wir das? So nicht. Jetzt macht er wie... Jetzt macht er... Ich hasse das, wenn sie das machen! Wenn sie statt... Dass sie einfach den Doppelsprung verweigern. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Wenn man einmal normal springt und dann wieder hoch, aber irgendwie so, als würde man zweimal sofort das machen und dann kannst du es nicht mehr machen. Das ist zum Kotzen. Warum machen die das? Warum tun die mir das an? Wahnsinn, oh mein Gott. Ja, herzlichen Glückwunsch. Macht Spaß, das Fell in der Lava zu verbrennen. So, halbe Stunde. Glück gehabt, was?
Ihr kriegt einen halben Stunde Part, weil ich es nicht fertig bringe, diesen behinderten Affen hier mal hochzukommen. Darüber zu kommen. Komm jetzt! Ich dachte schon, ich muss die Attacke machen, ey. Ich spring dir gleich auf die Plattform, ey. Jetzt hatte ich eine richtig geile Höhe. Und dann machte diesen... Warum in Herrgotts Namen sollte ich denn bitte eine Attacke machen wollen? Warum? Ich hab... Doch, ich hab Hass auf die Plattform. Aber ich würde sie nicht hauen. Mann, mach doch einfach diese Wirbelattacke. Warum machst du sie? Du verweigerst sie aber auch immer nur genau da. Immer genau da. Ist schon seltsam, hä? Ich meine, das ist echt nicht so schwierig. Die mich verarschen. Ist das Spiel so programmiert, dass man da am Ende nicht diese scheiß Attacke nicht mehr machen kann? Alter, hoch und B, haltet ihr mich für grenzdebil oder was? Das fasse ich einfach nicht, was ich hier erleben muss. Diese behinderten Plattformen. Ja, aber rückwärts springen, das kannst du, wa? Wahnsinn, ey. Machst du es jetzt bitte richtig, Donkey Kong? Wenn du es jetzt richtig machst, dann können wir nochmal über eine Freundschaft reden. Glück gehabt. Glück gehabt, du Affe.